die Kosmologen werden nie weiterkommen, sondern immer nur verfeinertere Komplexitäten finden als den Begehrensrest, den sie übersehen, letztlich schon gefunden zu haben in allen Kosmologien, die aussagbar sind über das Reale, nämlich die Weltformel, dass das in einer Unmöglichkeit steckt, interner Art und Paradoxie und Aporie, dass das nicht anders kann, als zu rasen, ob diese Unmöglichkeit und damit das Necessäre, um das Unmögliche zu überwinden, dasjenige, das nicht aufhören kann, sich zu schreiben, sich zu wiederholen, wiederkehrend zu machen, in einem immer gleichen Prozess, mit dem einzigen Freiheitsgrad, nicht der Energie und Materie, Zufuhr oder Abfuhr, sondern letztlich nur der Transformation, der Umformatierung, des Imperativs eines in jeder Sekunde stattfindenden Wiederkehrmachens von immer wieder anderen, um aus diesem Rasen herauszukommen, aber es nicht zu können. Wobei die Notwendigkeit der internen Auslöschung und der damit erhaltenen Persistenz des immer gleichen Auslöschungsvorgangs, das Ewige ist das Auslöschende, um sich zu erhalten, den Antrieb dafür gibt, die Formatierungsmoden, Modelle immer wieder als neu anderes zu verändern, zu alienieren, zu erneuern. Ein nicht Fortschrittsvorgang der Evolution, sondern ein Fluchtvorgang vor der Auslöschungsgrenze, das durch Erproben, Experiment, Bindestrich Tieren von Myriaden von Experimentreihen, dem eigenen Prinzip eines nicht aus der eigenen Brust herauskommenden Herzschlags zu entkommen, aber eben seit Jahrmilliarden die Lösung dazu noch nicht gefunden hat und die Lösung auch nicht finden wird in Zukunft, bis alles, was zu sein gekommen ist, was aus E gleich M Quadrat besteht, also Energie mal Materie, Massenprodukt, sich in schwarzen Löchern verschluckt hat lassen und alle schwarzen Löcher wieder alle anderen schwarzen Löcher verschluckt haben werden, sodass dann es dann der endgültigen Auslöschung der Finsternis entgegensieht. Ob das dann wieder so pappsattvoll sein wird und immer noch unzufrieden mit sich, dass es wieder reimplodiert im nächsten Urknall, oder ob das sich nur dann wie alle Materie, das bildet nämlich die Gravitation, zurückschreckt vor aller Materie, wie aller nichtsvirtuelle Reinraum zurückschreckt vor aller Materie, das bildet dann die Beugungslinien des Raums so in das Ülem des Glücks. Ob dann so viel Materie in die Nähe des nichtsvirtuellen Glücksnexus gekommen ist, dass das wieder reimplodiert zum neuen Urknall oder sich eben nur pulsierend wieder ausdehnt, angeekelt von der eigenen Nachbarschaftsnähe. Denn man liebet seinen Nächsten hier nicht, das sei dahingestellt. Es sind auch noch andere topologische Modelle als Urgeknalle, Urherumgebumse oder pulsierendes Pluriversen denkbar, aber das ist uns egal.